Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns dahin begeben, eine neue Waffe zu suchen, haben auch eine gefunden und Junge, es fühlt sich so gut an, in dem neuen Gebiet mit dieser Waffe rumzulaufen und dabei haben wir noch nicht mal das volle Potenzial dieser Waffe ausgeschöpft. Deswegen wünsche ich euch schon mal viel Spaß in dieser Folge. Das ist aber nicht dieses scheiß Gebäude, ne? Wo wir gestorben sind oder fast gestorben sind. Bin ich da abgehauen? Weiß ich gar nicht mehr. Sehe ich da hinten eine Kiste? Ich muss auf Minen aufpassen. Hass. Da ist nicht mal was drin. Geil, jetzt bin ich auch noch geschockt. Wie lange hält das? Aber ich hoffe nicht, dass das Gebäude mit den ganzen Maschinen war. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die kriegen kann. Okay, wir erholen uns langsam. Wir gucken mal, ob da hinten irgendwas sich verbirgt. Irgendwer sauer auf mich? Nein. Nicht gut. Wow, 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 wow. Schrottrobotereinheit. Könnte problematisch werden. Noch haben die nichts gemerkt. Kommt mir das vor oder bin ich gerade langsamer geworden? Aufstehen. Oh, glatter Durchschuss. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Ja, ich bin langsamer geworden wegen diesem scheiß Schock. Ich wahrscheinlich Stärke verloren habe. Oh, oh. Oh Gott, der fliegt zu mir. Ach ja, oh Gott, ich kann ja nicht laufen, ne? Oh, scheiße. Ich hoffe, ich bin weit genug entfernt von denen. Muss mal ganz kurz gleich meine Ressourcen verwalten. Scheiße. Ah, beweg dich doch nicht. Oh, ich muss nachladen. Scheiße. Aber er ist blind. Oh, diese scheiß Granate hat einfach alles für mich vernichtet. Puh, okay. Okay, ich glaube. Gucken mal, wie viel Schaden wir an ihm machen. Das ist gar nicht mal wenig. Aber er geht halt weg. Er wird sich regenerieren. Ich wollte nur mal kurz testen. So. Medizine. Wir möchten uns von Schockschaden erholen. Muss ich gucken. Dauernegative Statuseffekte hier. Als ich gespeichert habe, habe ich nicht geschlafen. Wir sind noch durstig. Okay, das war der Fehler. Wir waren durstig. Okay, aber hier war noch irgendwo einer, ne? Hallo? Der hat es nicht mal gemerkt. Okay, wir laden nach. Ich will ein volles Magazin gegen ihn haben. Der rafft's nicht mal. Ja! Alles klar, Junge. Tu mich auch. Wieso kann ich jetzt nicht laufen? Scheiß Müdigkeit. Ich dreh durch. Werkbank. Was können wir denn hier alles so schönes raufmachen? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Könnten ein Visier raufpacken, ja. Streuung. Schön, dass meine Webcam im Weg ist. Ich guck mal auf den Bildschirm. Ich könnte zu Plasma wechseln, aber ne. Ich muss eigentlich zu Unreliable zurück, um zu schlafen. Scheiße. Ah. Puh. Ich würde sagen, gehen wir kurz zurück. Oder ich tue das.
Und dann komme ich nochmal wieder. Das wäre mein Plan. Aber erstmal gucken wir, was der so Schönes droppt. Okay. Das große Problem ist jetzt hier nur, ich bin überladen. Und nicht nur wie... Oh Gott, wie viel bin ich denn überladen? Ah. Gibt doch irgendwie so ein Stärke-Upgrade, oder nicht? Oder habe ich nicht noch meine Rüstung dabei? Habe ich hier irgendwas drauf? Ja, okay, ich habe hier keine Modifikation. Kann ich meine Modifikation drauf machen, um mehr zu tragen? Das würde jetzt hier das große Problem schon lösen. So. Das ist das, was ich in der Zeit trage. Rüstungsmont, erhöht Rüstungswert. Ja, eigentlich nicht. Tarnungsfähigkeit, Tarnungsfähigkeit, Techfähigkeit, Langwaffen. Ja gut. Ich gehe zurück. Bringt ja alles nichts. Und mit meinem Gewicht ist ein bisschen kacke. Oder ich gehe in die Stadt zurück. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt hier. Die Stadt ist da drüben. Ich brauch den Perk zum Schnellreisen, wenn ich überladen bin, glaube ich. Ich glaube, wir gehen in die Stadt zurück. Ich glaube, das ist besser, wenn ich Dinge verkaufe. Ich könnte natürlich auch Dinge verschrotten, ne? Hier zerlegen. Tut zwar ein bisschen weh. Aber naja. Komme ich wenigstens schneller in die Stadt. Dann verkaufen wir da in der Stadt ein paar Sachen. Und dann müssten wir eigentlich wieder was tragen können. Das dürfte die beste Lösung sein. Ich darf nur nicht auf Gegner treffen. Huh? Oh! Wollte er gerade was sagen? Aber ich kann die nicht looten, deswegen lohnt sich das jetzt nicht hier zu bleiben. Und da sind auch die Viechers. Oh Gott. Stimmt, hier... Oh nein. Ich will mich mit denen noch nicht anlegen. Ich will erst in die Stadt. Prio 1 und dann schlafen gehen. Prio 2. Ja, wir haben es geschafft. Okay, wir sehen uns beim Shoppen. Ja, natürlich bin ich doch hier. Lass uns handeln. Ich will keine Medikamente. Ich will mein Zeug loswerden, ja? So, 25% Rabatt. Nice. Okay, erstmal Waffen. Wollen wir die Schaufel behalten? Ich weiß es nicht. Ja, komm, die schweren Sachen können weg. Ich bin Sniper durch und durch. Jagdgewehr brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Schweres Maschinengewehr und die Stoßpistole. Nichts Legendäres. Sehr schön. Nachtigallenschritt, Lautstärke der Schrittgeräusche, Reichweite der Schrittgeräusche. Woher habe ich das? Hab die Totenwärterrüstung. Woher habe ich das? Eluxiert, Rüstungswert, Korrosion 10. War ich gerade bei Kaufen oder habe ich gerade Sachen gekauft? Nee. Ach hier, da, das ist mein Ding. Oh, geil, Verkaufswert 119. Ja, ich denke mal, Langwaffen ist für mich wichtiger. Ich meine, das mit Schrittgeräusch ist natürlich geil. Aber ganz ehrlich, ich töte ja sowieso alles. Von daher, lass uns den Scheiß verkaufen. Ja, lass uns den Scheiß verkaufen. Hey, you're still around. Hey, ich bin immer noch hier. Annie Cleo makes the best pharmaceutical. Ja, ja. Okay.
Verkaufen wir mal unsere Rüstung. Zack, 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 zack. Jetzt sind wir wieder ein bisschen reicher. Hier brauche ich nichts zu verkaufen. Hier sind meine diversen Mods. Was ist denn? Spieluhr, achso. Ja, geil. Jetzt können wir wieder was tragen. Und jetzt gehen wir kurz schlafen. Ich suche nach niemanden, ich will schlafen. Soll ich die mal besuchen? Mal gucken, was die so treiben. Ich meine, die sind bestimmt am Esstisch. Das ist das Einzige, was ich nicht mag, dieses Hochklettern. Wieso haben wir... Ein Scheiß ist hier! Wieso haben wir keine Treppen? Ja, der ist natürlich wieder da an seinem Schreibtisch, verbraucht unseren Strom. Hier ist ja nicht mal jemand drin und die verbraucht Strom. Na gut, das hat anscheinend nicht mal ein Kabel. Ach, den Bot haben wir ja gerade gesehen draußen. Ah. With interest. Nice one. You must have had him quaking in their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Would have felt better if it had worked. Hier ist Rauchverbot, mein Freund. Verunreinigt einfach unsere Luft. Oh, ich kann hier aber meine Sachen nicht upgraden, die ich im Lager habe, oder? Anscheinend doch. Oder ich weiß nicht mal, wo die Dinger hier herkommen. Nö. Okay, wir haben ja bei uns noch... hier ist eine Treppe. Wieso benutzen wir die nicht einfach? Das nächste Mal. Wir haben doch hier in unserem Lager... Wieso mache ich das jedes Mal? Hier, Mods. Wir haben hier doch bestimmt einen Tragemod, Rüstungsmod, Panzerung. Achso, ich wollte gerade meine Cam zur Seite schieben. Aber ich gucke einfach hier rüber. Ich könnte auch meine Cam ein bisschen höher machen, ne? Oder ist da irgendwas im Weg? Nö, ich kann die Cam auch höher machen. Uno Sekundo. Und ich muss meinen Controller kontrollieren. Der ist irgendwie gerade einfach weggelaufen, der Typ. Okay, jetzt bin ich weiter oben. Ich hoffe, dass da nichts im Weg ist. Erhöht die Reichweite, ob da interaktive Objekte markiert werden. Ja, nö. Reichwaffenmod. Glatt- und Geradlauf. Fernkampfstreuung. Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwankung. Nehme ich mal mit. Kritischer Schaden. Flüstererschlussgeräusch. Ja, kann ich mal probieren. Gucken, ob das funktioniert. Dieser Mod betäubt und verletzt Angreifer im Nahkampf. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit. Und erhöht Rüstungswert. Ja gut, dann... Nee, das brauche ich nicht. Alter, ist das dein Ernst? Ich hatte gerade... Ich spiele ja gerade hier mit einem Projektor, damit ich auch meine Cam sehen kann, falls irgendwas ist. Weil ich das ein bisschen besser finde. Und da war gerade meine Maus, die hat etwas markiert. Und da war die ganze Zeit da so ein... Ja, so eine weiße Schaltfläche. Okay, gucken wir mal, was wir daraus machen können. 15. Du. Ich kann sie ja noch verbessern. Stimmt. Oh, stimmt. Oh mein Gott, da war ja was. Also. Nee, wir können nur Waffengenauigkeit verbessern. Gyroskop. Fernkampfsteuerung. Aber das würde es doch ersetzen, oder? Ich weiß es nicht. Ne, ich habe eins fürs Magazin und eins fürs Visier. Und auf dem Visier ist schon was drauf. Kann ich natürlich alles nicht ändern. Geil. Ja, komm, verbessern wir mal die Magazingröße zum Testen. Ja, wir können die zwei raufmachen, alles klar. Okay, reparieren wir den ganzen Scheiß noch? Ne, brauchen wir nicht. Oh, wir tüfteln, wir machen das Ding stärker. Wir haben jetzt Schaden 99. 108. 117. Ist es maximal verbessert? Durch Tüfteln verbessern Gegenstände können maximal 5 Stufen höher... Ah.
Ah, okay, ich verstehe. 103, okay, ja, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's ab, jetzt kommt mal her. Das mit dem kritischen Schaden hätte ich gern gehabt. Aber nein, es geht ja nicht. Und meine Cam ist nicht im Rahmen. Wie kann das nur möglich sein? So, dann wollen wir sie jetzt mal alle weghauen. Jetzt ist der Tag der Rache gekommen. Au, ich bin tot. Geil. Nein, aber ich bin durstig. Alles macht nichts. Immer jetzt 50% mehr Schaden, Leute. 50% mehr Schaden. Jetzt sollen sie mal kommen hier. Sollen sie mal die Fresse aufreißen und sagen, hey, guck den mal an, die töten wir. Nein, ich töte euch. Ich glaube, für diesen Schwierigkeitsgrad ist das wirklich essentiell wichtig, dass ich meine Waffen verbessere. Und ich glaube, es wird auch nicht so viele unterschiedliche Waffen geben. Weil man sie auch verbessern muss anscheinend. Ja gut, müssen wir mit leben. Die Leichen sind nicht weg, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe sie noch nicht gelootet. Dafür klaue ich euer Trinken. Drecksviecher. Ja, gehen wir mal rein, gucken, was da abgeht. Diese Waffe könnte eventuell, oh, hallo, in Innenräumen nicht so geil sein. Ein Spaten. Taktischer Körperpanzer. Durable-Schützer. Fernkampfwaffenfähigkeiten 5. Langwaffen. Fernkampf. Moment. Sieht die jetzt nicht so schnieke aus? Guck mal, wie schnieke die hier aussieht. Und an mir sieht sie irgendwie voll scheiße aus. Okay, was bringt das? Tarnungsfähigkeiten, ja, wer braucht denn das? Was ich gucken möchte, ist Charakter. Fähigkeiten. Tatsächlich. Oh mein Gott. Es ist passiert. Wir haben eine geile Rüstung gefunden. Oh! Und da können wir 4 Mods drauf machen. Panzerung, Gerät, Fähigkeitsskill und Fähigkeit. Das müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Das haben wir bei der anderen Waffe nicht gemacht. Aber diese Rüstung ist anscheinend richtig gut. Und an der müssen wir auch tüfteln, weil ich glaube, diese werde ich behalten. Alles klar, gehen wir rein. Wir lernen viel vom Spiel. Hat der Roboter Spaghetti auf dem Kopf oder sind das Haare? Das sind viele Gegner hier. So. Von Volkova. Dr. Crane, betreffend unserer Konversation der letzten Woche mit dem Thema Warum ist der Munitionsschrank größer als mein Badezimmer, habe ich Sullivan mit dem Papierkram losgeschickt. Wir erbeten in dreifacher Ausfertigung. Zur Erinnerung, ich bin derzeit die einzige Gebäudeverwalterin für alle drei Anlagen und ich bin und bleibe die einzige Person, die vor Ort statt in Roseface schlafen muss. Gemäß den Personalstandards habe ich ein Anrecht auf eine Erfrischungszelle von mindestens 4, in Klammern 4 Quadratmeter. Ich habe den kompletten gestrigen Tag damit zugebracht, den Arm eines Mannes aus einem Fleischwolf herauszuziehen. Und ich habe hier nicht mal eine verdammte Dusche. Bring das in Ordnung oder ich dusche demnächst bei dir. Ich könnte dem nämlich dein Schloss knacken. Dann kannst auch du mal die Freude erfahren, Knorpel aus dem Abfluss zu entfernen. Denk dran, ich habe hier ganze Kisten voller MacDietriche. Du weißt, dass ich das kann. Hochachtungsvoll, Maria Volkova. Ruben, mir gehen hier langsam die Koffeinergänzungsmittel aus. Könntest du mir vielleicht welche rüberbringen? Ich will schon den ganzen Tag das Lager umräumen. Vielleicht kannst du mir ja wieder dabei helfen. Oder auch nicht. Wir können eine Wanderung zum Terraformer machen. Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal da war. Wind in meinen Haaren, reine Stille, dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Im Moment fühlt es sich so an, als würde ich entweder Eingeweide aufwischen oder Däumchen drehen. Keine Ahnung, sag du was. Anton, ich habe noch nichts von dir bezüglich des Papierkrams gehört. Ganz oben drauf lag eine Empfangsbestätigung. Ich erwarte, dass du sie unterschreibst und mir sofort zurückschickst. Und wo ich dir schon mal schreibe, hast du was von Porter gehört? Irgendwie antwortet heute keiner auf meine Nachrichten. Von Porter. Hier draußen sieht es übel aus. Verriegele die Tür und verhalte dich still. Bleib in Sicherheit, Maschenka. Ich komme dich abholen. Da ging es anscheinend los. Das Standardproblem auftreten, bla bla, das will ich gar nicht wissen. Wenn hier nichts Legendäres rumliegt, brauche ich es nicht wissen. War da noch irgendwas? Nein.
Schade, aber ich klaue euch wenigstens euren Tee. Wie? Du kannst mich durch die Wand sehen. Willst du mich Warum sehen die mich? Okay. Ich sehe viele Ausrufezeichen. 1, 2, 3. Achso, das andere ist mein anderer Bildschirm. Ich habe das Spiel auf zwei Bildschirmen offen, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, weil ich links ein Ausrufezeichen gesehen habe. Aber ich glaube, die kommen jetzt rüber, ne? Level Up. Nice. Ich liebe diese Musik vom Levelaufstieg, der ist aber so episch. Ich glaube, der ist jetzt böse auf mich, oder? Anscheinend nicht. Wir haben Level Up. So, was machen wir? Was kriegen wir hier noch? Experte, Fokus. 5 Sekunden nach jeder Tötung kein Fadenkreuz schwanken. Okay, kritische Treffer mit Langwaffen ignorieren 100% Rüstung. Da muss ich eigentlich hinkommen. Ich muss den Scheiß hier auf 100 bringen. Wobei... Ich bekomme ja noch extra Punkte durch Rüstung und so, ne? Das muss ich beachten. Muss hier mal ein bisschen was abziehen. Rückgängig. Wir gehen hier auf... Rückgängig. Nein, rückgängig. Rückgängig, rückgängig! Wir gehen hier auf 80. Wegen der Kleidung. Ich weiß nicht, was wir alles noch aus der Kleidung rausholen können. Deswegen bleiben wir bei 80. Es kann gut sein, dass wir nämlich noch einiges rausholen können. Und dann sollten wir auf jeden Fall beachten, dass wir noch Punkte haben. So, hacken. Robotereinheiten hacken. Schaltet sie 3 Sekunden ab. Ja, das ist wirklich viel. Detektionsreichweite von Robotereinheiten. Robotereinheiten hacking. Entfernung 2,5 Meter. Oh, 5 Meter können wir sie entfernen. Hacken, das ist nicht schlecht. Chance auf neuwertige Gegenstände beim Schlossknacken. Schlossknacken Voraussicht. Schau in verschlossene Behälter. Oh, das ist gut. Oh, das will ich. Wieso haben wir so viele Minuspunkte überall? Ist doch kacke, ist das. Ja, weil ich durstig bin. Aber dieser Durst bringt mich doch um. Den Verstand. Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das ist cool und so, ne? Aber ich glaube hier, da Kartoffeln, ne? Aber wir haben doch... wir haben doch hier... Von dem Scheiß hier haben wir mehr als ohne Ende. Haben wir noch Reptilodenfleisch. Bananen haben wir noch. Nur trinken ist ein bisschen... Nein, da schieße ich jetzt nicht drauf. Kennt ihr das, wenn ihr so ein rotes Fadenkreuz seht, dass ihr einfach schießen wollt? Das Problem hatte ich gerade. Alles klar, hingeschissen und gestorben. Geil. War wahrscheinlich der Todesschiss. Und wieso haben die Leute keine Sachen in ihrem Inventar? Was soll das? Exit. Hier ist der andere Durchgang, ne? Wir sollten erstmal uns da hinten umsehen. Wir haben anscheinend einen richtig guten Weg genommen. Ne, da gehen wir noch nicht hoch. Na, endlich. Finde ich gut, dass ich überall weiß, wo die Gegner sind. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Da oben ist einer. Was sind ganz schön viele, ne? Mr. Energy, ich hab's mir durchgelesen. Schade. Gucken wir jetzt mal ganz kurz, was haben wir da aufgesammelt. Mr. Energy. Nahkampfwaffenmodder, die kann ich alle verkaufen, ganz ehrlich. Was soll ich mit dem Scheiß? Ich bin kein Nahkämpfer. Noch ein Durchgang? Achso, da kam ich her. Oh, die Toiletten. Also ich sehe keine Waschkabine. Was der da auch hinscheißt, ne? Junge. Wütendes Raptidon. Wütender Scheißer, ja. Die ist auch alles voll geschissen. Was machen die denn?
Okay, ich vermute mal, dass hier auch ein paar Roboter rumchillen. Ja, ich sehe einen Roboter. Scheiße. Mal gucken, wie viel Schaden wir an dem machen. Wieso sind die so stabil? Ich glaube, ich brauche eine extra Roboterwaffe mit Schockschaden oder so. Oder vielleicht mache ich hier einfach Schockschaden drauf. Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal überlegen. Weil ich denke, Plasma wird ganz gut gegen Haut sein, weil Plasma ist ja heiß. Ne? Habe ich nicht ausgeschaltet? Nein. Was ist das, was er da macht? Ist das Rüstung oder so? Ich finde es erstmal gut, dass sie mich nicht treffen. Ist er tot? Oh mein Gott, ich bin einfach so gut. Junge, da muss ich mir erstmal selbst auf die Schulter klopfen. Alter, Gelenk irgendwas. Na, noch ein Gelenk irgendwas. Geil. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht verliere ich irgendwann meine Hand und kann sie dadurch ersetzen. Was ich aber bezweifle. Liegt da ein Helm? Nein. Oh, das nehmen wir mal alles mit. Hallo Doktor, darf ich das haben? Lagereinrichtungscode, nice. Damit kommen wir weiter. Was haben wir hier? Stoggy Slims, Olli ist auch gut. Damit kann ich leben. Ja, ich muss irgendwas trinken. Weißt du, ich verliere so einen Millimeter Durst. Sofort Nachteil, aber sofort. Und ich weiß nicht mehr, was mir Durst gibt. Alles klar. Koffeinhaltiges Getränk. Davon brauche ich auf jeden Fall mehr. Weil Koffein macht ja nicht unbedingt Sit, ne? Also ihr wisst, Sit ist das Äquivalent zu nicht mehr durstig. Hallo? Lass mich da hochspringen. Weil Koffein ist ja nicht durststillend. Alles klar. Wir haben jetzt einen Lagerschlüssel. Und damit können wir jetzt ins Lager, wo auch immer das ist. Hier habe ich alles auseinandergenommen, ne? Nö. Wie konnte ich es wagen, hier nicht alles zu klauen? So, kann ich verkaufen? Oh, das ist gut. Das ist richtig gut, dass ich hier verkaufen kann. Nehmen wir das Beil. Plasma-Karabiner. Was sind das für seltsame Geräusche? Langwaffen 7, ja, du kannst jetzt weg. Panzerung 1, Gerät 1, Fähigkeit Skill 0. Heißt das, ich kann da 0 drauf machen? Oder ich weiß nicht, was das bedeutet. Was ist das Problem? Überzeugung. Das ist, glaube ich, einfach nur das Verkaufsgeräusch. Alter, ich komme mit dieser Steuerung einfach nie klar. Okay, pass auf, die Nahkampfwaffen-Dinger, die können weg, ey, ganz ehrlich. Was soll ich mit dem Scheiß? Sehr schön. Aber wieso bin ich jetzt überladen? Jo. Wenn ihr die Waffenkammer rein wollt und den Code nicht habt, fragt mich. Wenn ich nicht da bin, geht zum Tresen im Antibiotika Labor. Ich habe einen Schlüssel. Der Säurereiniger. Nice, habe ich. Irgendwelche Gegner hier? Also wir wissen auf jeden Fall, dass es noch eine Etage unter uns gibt, weil wir da einen Gegner gesehen haben. Plasma-Karabiner. Schleichen. Der Plasma-Karabiner. Eine Langwaffe ist das, ja? Das ist also quasi eine Sniper, sozusagen. Ja, wir gucken uns das mal an. Ja, ich mag die Waffen nicht, weil die so langsam schießen. Guck, pass auf.
Achso, die kann man aufladen. Oh, das ist natürlich eine andere Geschichte. Na gut, dann behalten wir die. So, Waffenkammerprotokolle. Phlogiston-Pistole, Force. Status, Force. Vor Benutzung muss nicht qualifiziertes Personal das Anlagensicherheitsterminal S23 absolvieren. Da derzeit kein qualifizierter Seminarleiter zur Verfügung steht, wird die dauerhafte sichere Verwarnung empfohlen. Munition und diverses. Hier soll irgendwo eine geile Waffe rumliegen. Wo? Ich will sie haben. So Leute, das war's für heute. Wir haben es endlich mal geschafft, unsere Waffen zu optimieren. Und ich habe endlich mal eine Kombination gefunden, mit der ich recht gut zurechtkomme. Ich habe mich von meiner Nahkampfwaffe verabschiedet, weil, ganz ehrlich, was soll ich denn damit? Das ist doch scheiße. Naja, ja, wir kommen jetzt gut zurecht mit unseren Waffen, die wir haben. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viele in meinem Holster haben, weil das nützt einfach alles nichts. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Leute, haut rein. Ciao.